Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für das heutige Video habe ich mir diese Designpapiere rausgesucht. Die sind von Cartabella und heißen Summer Splash. Das ist wieder eine Kollektion und die ist, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen älter. Sommerliche Motive, ein bisschen Retro-Design ist dabei. Und ich weiß noch nicht, wie viele Karten ich damit machen werde, denn ich zeige euch jetzt das Ganze erstmal, bevor ich damit anfange zu basteln. Ich verwende dieses Kit und dahinter ist auch noch eine, Also die Papiere und da ist immer noch ein Cardstock. Ich kann es einfach nicht. Ich lerne das nicht mehr in diesem Leben. Cardstock-Sticker-Sheet mit dabei. Und ja, ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefällt, über ein Däumchen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und schreibt mir gerne Kommentare, wie gefallen euch denn die Designpapiere und die Karten natürlich. Das würde mich interessieren. Und jetzt im Anschluss zeige ich euch erstmal, wie die Papiere aussehen. Dann basteln wir zusammen und dann erkläre ich nochmal die Karten ganz in Ruhe. Aber vorher zeige ich nochmal, was ich zusätzlich verwendet habe. Aber meistens ist das nicht viel, nur ein paar Glitzersteine oder was Sketche und so weiter, ne? Weil die Sticker eben schon dabei sind. Genau, und ich würde sagen, dann starten wir jetzt doch mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Thank you.
Thank you.
So, dann zeige ich euch, was ich noch zusätzlich verwendet habe. Und zwar einmal die Sketche von MFT Nummer, jetzt muss ich wieder gucken, 64 bis 70. Dann habe ich, macht sie alles schon selbstständig hier, verschiedene Stickerlinien verwendet. Die hier sind alle, von Love from Lizzy und die hier sind von Ideen mit Herz. Dann habe ich noch Gemstones verwendet, so große, die sind von Simply Creative, die habe ich mal bei Craftelier bestellt. Das Band hier ist vom Action und die Glitzerpunkte sind von Timo. Genau, und das war's. Also ich hatte noch dieses Sticker-Sheet hier, aber das war ja dabei. Ich brauche doch keine zusätzlichen Sprüche oder irgendwas. Genau, ich schreibe wieder alles in die Infobox rein und ja, dann schauen wir uns doch jetzt die Karten an. Ich würde sagen, wir fangen mit den ersten beiden Karten an. Das waren diese hier. Also ich habe wirklich keine Sprüche zusätzlich verwendet. Ich habe alles mit den Stickern oder hier in dem Fall war was zum Ausschneiden bei den Papieren dabei. Das habe ich in diesem Fall gemacht. Ich lege mal eins hin. Und es waren sehr, sehr viele quadratische Karten. Nur zwei Designs, Sketche, die keine waren. So, hier habe ich erstmal ein großes Designpapier zurechtgeschnitten. Dann habe ich mir noch ein Streifen-Designpapier geschnitten, der einmal quer drüber geht. Das habe ich mir dann mit Stickerlinien umrandet und gemattet. Dann hatte ich eben diesen großen Spruch hier, den habe ich mir auch gemattet und erhöht. Schräg aufgeklebt, also man sieht ja hier, dass hier so eine Schräge entsteht und dann habe ich mir noch hier ein Stickerchen hingeklebt, hier noch ein Schleifchen gebunden und dann drei von den dicken Gemstones. Also die meisten Sketche waren noch sehr einfach, glaube ich, werden wir gleich sehen. So, und bei einigen habe ich auch was weggelassen, tatsächlich so wie hier. War ich jetzt bei einem Bild? Sorry. Hier habe ich mir erstmal ein großes Designpapier zurechtgeschnitten und auch hier habe ich ein noch breiteren Streifen, anderes Designpapier geschnitten und das einmal quer drüber gelegt. Dann habe ich mir hier diese Stickerlinien oben und unten angebracht und auf den Kartenrolling aufgeklebt. Dann hatte ich mir hier so ein weißes Rechteck mit runden Ecken, möchte ich betonen, ausgestanzt und erhöht. Dann habe ich mir diesen einen Kreis hier noch ausgestanzt, eben passend aus der Mattung ist das jeweils rausgestanzt. Den habe ich mir dann, also ich habe das erst gelegt, also noch nicht draufgeklebt, aber so gelegt und geguckt, wo der Kreis liegen muss, dass er eben so rausguckt sozusagen und das andere verdeckt ist. Dann habe ich mir erst den hingeklebt, also da hatte ich schon Kleber drunter gemacht und mir den dann draufgeklebt und dann habe ich eben das Rechteck darüber geklebt mit erhöht halt und dann habe ich mir auch hier wieder ein paar Sticker rausgesucht, die für mich passend waren und auch hier in dem Fall nochmal drei von den Gemstones und hier sind drei von den Glitzerpunkten, Klebepunkten. Gucken, wie ich die jetzt am besten lege. Die ganzen quadratischen Karten. So, dann die nächsten beiden. Da lege ich mal eins direkt beiseite, weil der ist, die sehen noch fast gleich aus. Mein Gott, okay. Ich hoffe, das ist nicht schief. Ich kann das echt schlecht einschätzen. So. Ich lege das nochmal anders. Es stört mich. Es tut mir leid. It stört mich. So, hier habe ich mir auch ein großes, also auf den meisten Papieren war echt viel drauf los und nur wenige, wo nicht so viel drauf los war. Und auf der Karte ist ja jetzt auch jede Menge drauf los, wie man sieht. Da habe ich mir erstmal ein großes Designpapier zurechtgeschnitten, habe mir auch hier einen Streifen Designpapier aus einer anderen Farbe geschnitten. Das habe ich dann von oben nach unten geklebt, eben mit hier so einem Abstand, der hier auf jeden Fall schmaler ist als da. Ich würde sagen, der hier ist ungefähr doppelt so breit wie der hier. Genau, da habe ich mir erstmal, bevor ich das aufgeklebt hatte, hatte ich mir hier auch, das ist das gleiche Rot wie meine Mattung, hatte ich hier noch ein Rechteck hingeklebt. Dann habe ich mir auch diesen Streifen Designpapier, das war halt ein Reststück, auch nochmal ein Rechteck zurechtgeschnitten und das dann eben so aufgeklebt, dass hier unten und links noch so ein Abstand ist und dann habe ich mir den Streifen da drüber geklebt, dann habe ich da Stickerlinien angebracht und das Ganze gemattet. Dann hatte ich mir noch den Kreis ausgestanzt und auch hier wieder ein paar Sticker rausgesucht, die für mich gepasst haben. Und den Kreis habe ich auch erhöht aufgeklebt, etwas weiter nach oben, also im Gegensatz zu hier.
Und dann habe ich mir noch aus dem Reststück an einem Designpapier hier so ein Fähnchen geschnitten. Also das ist genauso wie auf dem Sketch. Ich habe auch jetzt überlegt, ob das zu viel ist. Und auf der Karte ist eh schon so viel los, also macht das auch nichts mehr aus, ganz ehrlich. So, und dann habe ich hier noch 3 von den Glitzerpunkten hingeklebt. Und dann waren auch die Karten fertig. So. Weiter geht's mit quadratischen Karten. Zur Abwechslung. Nein, Quatsch. Ich habe ja gesagt, das sind fast nur quadratische. Die normalen, die mache ich zum Schluss. So, hier habe ich ein großes Designpapier zurechtgeschnitten. Dann habe ich noch ein kleineres Designpapier zurechtgeschnitten und mir mit Kraftfarben gemattet, allerdings nur links und oben. Weil das hier ja unten rechts in die Ecke geklebt wurde, ist hier halt die Mattung von dem, also die große Mattung von der Karte. Das hätte sonst doof ausgesehen. Also für mich in meinen Augen hätte das doof ausgesehen. Deswegen habe ich das nur oben und links gemacht. Genau, dann habe ich mir hier also das Designpapier habe ich erstmal auf die Mattung geklebt, auf den Kartenrohling. Dann hatte ich hier mir eben das Stück Designpapier gemattet. Das ist auch quadratisch. Und da habe ich, das ist die Rückseite von, ah nee, ist gar nicht. Ah doch, kommt gleich. Das ist auf jeden Fall hier so eine Wellenstanze gewesen. Also tatsächlich Meereswellenstanze könnte man dazu auch sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Das ist so eine DIN-Langstanze. Weiß ich nicht, ich habe da ein paar von. Ich weiß nicht, ob das mal von einem Action-Set war. Könnte sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich das dann erstmal hier hintergeklebt und dann habe ich mir das insgesamt hier unten rechts in die Ecke geklebt. Und dann habe ich mir noch ein großes Quadrat ausgestanzt und auch das habe ich mir erstmal erhöht aufgeklebt. Und das sollte hier so leicht drüber gucken, aber nicht komplett eben bis nach oben gehen. Und hier sollte links und rechts ungefähr der Abstand gleich sein. Dann habe ich mir auch hier ein paar von den Cardstock-Stickern rausgesucht, aufgeklebt und hier auch nochmal 3 ja, Palmblätter. Hier sind Seesterne, ich weiß nicht, oder Blümchen. Und die habe ich mir auch nochmal erhöht aufgeklebt und dann hier eben so nebeneinander. Genau, und mehr Glitzer brauchte für mich da jetzt nicht drauf. So, dann die letzten beiden quadratischen Karten. Die sind auch wieder sehr farbenfroh. Entschuldigung. Auch hier habe ich mir ein großes Designpapier zurechtgeschnitten, habe das mit Orange gemattet. Dann habe ich mir noch ein kleineres Quadrat aus anderem Designpapier zurechtgeschnitten. Auch das habe ich mit Orange gemattet und zentriert auf meinen Aufleger draufgeklebt. Dann habe ich mir hier noch, also in dem Fall ein Rechteck ausgestanzt. Hier habe ich mir einfach nur den Sticker auch nochmal mit Orange hinterlegt und erhöht aufgeklebt. So, hier habe ich mir das Stanzteil auch erhöht, hatte meinen Summer erstmal hier drüber. Da wusste ich nicht, welche Teile ich benutzen sollte. Da musste ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Ich hatte natürlich auch was vorbereitet, aber es entweder sah es nicht so aus, wie ich wollte. Oder ich habe mir das anders vorgestellt. Was wollte ich denn jetzt sagen? Es hat nicht so ganz gepasst auf jeden Fall. Und da habe ich mir dann spontan dieses Summer hier geschnappt. Das habe ich dann auch hier hinter erhöht, damit das nicht absackt, weil das Rechteck eben erhöht ist. Und dann habe ich mir eben hier noch ein Stickerchen ausgesucht und hier eins für die Ecke. Das habe ich hier hinter auch noch erhöht, hier natürlich nicht. Und dann in dem Fall habe ich mir noch ein Schleifchen gebunden, weil mir das hier zu leer war. Hier ist ja genug drauf los. Und dann habe ich mir hier noch 3 Glitzerpünktchen hingeklebt. Hier sind sie oben, hier sind sie in der Mitte. So, und jetzt kommen die geraden. Wie meist man die? Im Querformat. Das waren die letzten Karten. Oh Gott, kann ich nicht halten. Leg ich mal hin. So, hier habe ich mir einen Designpapieraufleger zurechtgeschnitten, habe dann wieder einen Streifen, der einmal quer rüber geht, mir zurechtgeschnitten. Da habe ich keine Stickerlinien verwendet. Habe ich sonst irgendwo Stickerlinien verwendet und es vergessen zu erwähnen? Ich glaube nicht. Genau, ich schweife ab. Und dann habe ich mir, ich wollte das so in Richtung Sandfarben haben, weil ich hatte das auch geguckt, ob das mit Blau aussieht, so mit der Mattung. Aber das war einfach zu viel Blau für mich. Deswegen habe ich hier Kraftfarben genommen. Das sollte für mich eben so ein bisschen den Strand, Sandstrand darstellen. Und deshalb auch diese Stickerlinien in der Farbe ausgewählt. Habe mir das Ganze dann gemattet.
und auf mein Kartenrolling aufgeklebt. Dann habe ich mir noch einen Kreis ausgestanzt und den hier eben so leicht überlappend über diesen Streifen drüber geklebt. So ungefähr ist unten und oben der gleiche Abstand. Dann habe ich mir auch hier wieder einen Sticker rausgesucht. Also der Kreis ist auch erhöht. Und dann habe ich mir dieses Fischi-Stickerchen noch rausgesucht. Und der ist auch erhöht. Und dann hier noch drei von den Glitzerpünktchen. So, und jetzt kommen die letzten beiden. Das war auch ein super easy Sketch. Auch hier habe ich mir erstmal ein Designpapier wieder zurechtgeschnitten und aus einem anderen Designpapier einen breiten Querstreifen, der halt einmal rüber geht. Hier habe ich es nicht ganz optimal gemacht. Das hätte weiter runter gemusst. Das war mir dann beim Basteln bewusst. Und das habe ich hier dann eben im, etwas eher im unteren Teil angesiedelt. Habe dann eben diese Wellenstanze verwendet. Und genau, jetzt kann ich dir sagen, das hier ist die Rückseite quasi von dem hier. Also der Abfall in Anführungszeichen ist das hier. Und so sollte es eigentlich aussehen. Das sind diese, das sieht man ja, das sieht ja aus wie Meereswellen, ne? Ich kann es ja mal umdrehen. Ja. Genau, das habe ich dann angelegt und das Überstehende abgeschnitten. Dann habe ich, ups, mir ein Rechteck ausgestanzt und da habe ich mir auch wieder passende Sticker zu ausgeklebt. Erstmal habe ich mir das Rechteck erhöht aufgeklebt und dann habe ich mir noch die Sticker jeweils erhöht aufgeklebt. Und dann eben im rechten Bereich mehr nach rechts hin aufgeklebt und dass hier unten ein Abstand ist. Also auf der Karte ist mir das alles ein bisschen besser gelungen als in meiner Vorbereitung. Also für mich persönlich ist es so. Und dann habe ich auch hier noch drei Glitzerpünktchen hingeklebt. Und dann waren auch die Karten fertig. Und das sind meine 14 Karten zu den Papieren von Summer Splash von Cartabella. Das ist alles wirklich so Retro-Design, auch sehr farbenfroh. Und ja gut, jetzt kann man es im Sommer ja gut verwenden, deswegen mache ich das auch. Weil wenn es schon wieder Richtung Herbst geht, dann ist das, ja, kann man auch. Aber es ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich freue mich, wenn ich im Herbst bin, auf Sommerfarben. Oder im Herbst freue ich mich auch auf Weihnachtssachen. Und im Frühling oder im Winter freue ich mich dann auf Frühlingssachen und so weiter. Immer im Wechsel, ne? Und jetzt verwende ich das dann auch so. Mein Gott, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin fertig. Mit der Welt und mit den Nerven, könnte man sagen. Nein, auf jeden Fall mit Erklären auch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich mache natürlich wieder Fotos von den Karten neben den Sketchen. Das Ganze lade ich auf meinen Blog hoch unter www.bieneskreativewelt.de. Nicht vergessen, ich habe einen kleinen Shop mit 30% Rabatt bis zum 27.05. mit dem Code Meilenstein3000. Jo. Das wollte ich noch gesagt haben. Und jetzt wünsche ich euch einfach noch eine schöne sonnige Zeit. Im Moment ist es ja schön sonnig. Und ja. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.